Hoffentlich sind euch keine von denen begegnet. Willkommen bei WatchMojo. Heute zeigen wir euch unsere Auswahl der Top 10 Videospiel-Glitches 2019. The Women's Revolution has turned into the Women's Evolution. In dieser Liste schauen wir uns die denkwürdigsten Bugs 2019 an. Es sind ein paar Spiele aus 2018 dabei, aber die Glitches wurden erst 2019 gefunden. Oh, right where we can perch on top and start sniping people. Nummer 10. Im eigenen Netz gefangen. Marvel's Spider-Man. Again. As soon as you read the article you're gonna write, guaranteed promotion. Viele Superhelden haben erhöhte Stärken oder Beweglichkeit. Was Spidey vom Rest abhob, waren immer seine Netze und sein Humor, was ihn zu einem der beliebtesten Comic-Charaktere gemacht hat. Es war also genauso ironisch wie amüsierend, als der Glitch in Insomniacs Blockbuster-Titel Peter Parker im eigenen Netz gefangen zeigte. Wie wird Spider-Man sich da rauswinden? Wird er wohl nicht. Weiter mit dem nächsten Beitrag. Nummer 9. Entwicklerraum. Fallout 76. Armes Fallout wurde schon 2018 zum Sandsack des Internets und ist es im Jahr darauf immer noch. Im Januar 2019 haben Spieler den Entwicklerraum Heimat aller Items im Spiel gefunden. Das Betreten hat schnell zum Bann geführt, wenn man sich erwischen ließ. Aber für eine kurze Zeit gab es einen rechtlich gesehen äußerst schwierigen Markt auf eBay, voller Leute, die ihre Items für echtes Geld verkauften. Die Sache wurde noch schlimmer, da viele der Items überpowered und unveröffentlicht waren. Darunter komplette Power-Armor-Anzüge. Hat dem Ruf des Spiels nicht wirklich gut getan. Nummer 8. Schweben. Days Gone. This is good, I guess, but how am I supposed to drive around here? Nothing like scrap. Nach dem Release war Days Gone mit Problemen geplagt, darunter mit der lauen Reaktion von Spielern und Kritikern. Während die meisten sagen, dass es besser wird, wenn man lang genug dabei bleibt, haben viele Spieler so schlimme Glitches gefunden, dass sie kaum weiterspielen konnten. Ein Nutzer hat sogar einen Bug im Late Game gefunden, bei dem Items und Setteile zufällig durch die Luft und die Wände geflogen sind und sogar der Spielstand zerstört wurde. Zum Glück waren aber nicht alle so schlimm. Dass Deacon durch die Map fiel oder in der Luft hängen blieb, war allerdings überraschend normal. Nummer 7. Unaufhaltsamer Quarterback. Madden 20. Ravens Spieler Lamar Jackson ist der schnellste Quarterback und Madden 20. Manche würden sagen, zu schnell. Bei Release hatte Jackson 94 Geschwindigkeit und 95 Agilität, womit er selbst von den besten Verteidigern nicht aufgehalten werden konnte. Wenn Jackson den Ball bekam, hieß das auch, dass er den Punkt machen würde, weil er jedem ausweicht, der ihm in den Weg kommt. Witzigerweise war das nicht das erste Mal, dass so etwas in einem Madden-Spiel passiert ist. Die 2004er-Version hatte so ziemlich den gleichen Glitch. Und Michael Vick. Man würde denken, die würden daraus lernen. Okay, you got the touchdown, but it sure took you a long. Nummer 6. Phil Jones fällt um. FIFA 20. Pjanic. Matuidi. Alexandro now. Der neueste Teil des größten Fußball-Videospiels der Welt hat dank einer Reihe Glitches die beste Resonanz mit Fans gehabt. Während dies EA tief peinlich war, amüsierten sich Spieler von FIFA 20 über die Peinlichkeit von jemand anderem. Manchester United-Spieler Phil Jones, der selbst bei Fans des Vereins oft zur Zielscheibe von Witzen wurde, wurde im Spiel gesichtet, wie er über seine Füße stolpert, nachdem ein Teamkollege ihn ins Schleudern brachte. Da der echte Jones sich auch öfter mal langlegt, ging der Glitch in Großbritannien viral und Fans meinten, Jones sei sehr originaltreu wiedergegeben. Nummer 5. Rutschende Waffe. Control. It's protecting itself. Abseits davon, dass Remedys neuester Titel ohne High-End-Hardware kaum spielbar war, fanden sich auch im Spiel einige Bugs. Man muss etwas geschickt sein, um den hier zu aktivieren, aber wenn man das Menü im selben Moment öffnet, in dem Jesse mit einem Kontrollpunkt interagiert und dann das Video überspringt, verschwindet das HUD. Dann muss man sie nur noch sterben lassen und sie respawnt als die Service-Weapon und rutscht auf dem Boden des FBC herum. Zählt das eigentlich als Altered World Event? How come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. Nummer 4. Luftwaffen. Tom Clancy's Ghost Recon. Breakpoint. Oh, I'm coming. Don't die on me, damn it. Wenn man eins von Ubisofts Open-World-Spielen erwarten kann, dann, dass man eine Reihe lustiger Glitches findet. Ein besonders lustiges Problem aus Ghost Recon Breakpoint war, dass Waffen manchmal so viel länger als alles andere zum Rendern brauchten. Dadurch kämpften Spieler mit unsichtbaren Waffen und Charaktermodellen, die sich verhielten, als hielten sie die Waffe, bloß sah man nichts. Dieser Glitch konnte sich auch mit anderen verbinden. In dieser Szene tauchten zum Beispiel KI-Gegner in einer Cutscene auf, in die sie offensichtlich nicht hineingehörten.
I want to go home. Me too, kiddo. Nummer 3. Rund und rund und rundherum. WWE 2K20. Die WWE 2K-Serie ist dafür bekannt, in jeder Ausgabe Glitches zu haben. Dieses Jahr ist der wahrscheinlich kaputteste Eintrag der Serie bis jetzt. Wir hatten hier eine ganze Reihe Glitches zur Auswahl. Vom Seil, das plötzlich lebendig wird, Kurt Angle, der ein J-Horror-Monster wird, oder Becky Lynch, die aussieht wie, was auch immer das sein soll. Einer der lustigsten war aber, wenn der Ring sich in eine Hüpfburg verwandelt. Das originale Video hatte keinen Sound, aber dafür ist das Internet ja da. Nummer 2. First Person. Gears 5. Look, we can discuss this later. Gears of War war von Anfang an ein Third-Person-Shooter, ein Eckpfeiler des Spiels. Ihr könnt euch also die Verwirrung des Spielers vorstellen, der diesen Glitch gefunden hat, der es ermöglicht, Gears 5 im First-Person-Modus zu spielen. Freut euch aber nicht zu früh, man weiß noch nicht, wie der Glitch absichtlich getriggert wird, aber die, die es geschafft haben, genießen das Spiel jetzt aus einer neuen, frischen Perspektive. Es gibt aber auch Nachteile. Waffen werden nämlich nicht mehr richtig angezeigt und glitschen über den Bildschirm. Bevor wir weitermachen, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Absturz. Anthem. It's complicated. Wow, that took a turn. Den schwierigsten AAA-Start 2019 hatte wohl Anthem, das so viele Probleme hatte, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass jemand es überhaupt spielen konnte, als es neu war. Die Glitches im Spiel waren tatsächlich so zahlreich, dass sie auf Mojo Plays sogar eine eigene Liste bekommen haben. Der bekannteste Bug unter PS4-Spielern war aber gar nicht so witzig. Er brachte das Spiel zum Abstürzen, zerstörte angeblich sogar komplette Konsolen. EA konnte nicht einmal herausfinden, wo das Problem lag und musste Hilfe von außen holen. Bereitet euch auf einen Schock vor. Als wir das Spiel streamen wollten, ist es uns auch abgestürzt. Aber nicht auf der PS4, sondern auf dem PC. When we try to play Anthem, press spacebar to start. Oh, look, the whole computer shut down!